Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Molly. Heute gibt es mal kein Make-up-Video von mir, sondern etwas ganz anderes. Ich mache eine neue Kategorie auf meinem Kanal. Und zwar fasse ich das alles unter das Thema Herzensangelegenheiten. Wenn ich ein Video in dieser Kategorie mache, möchte ich mit euch über Dinge sprechen, die mich beschäftigen. Das gehört nämlich genauso zu mir wie meine Vorliebe für Make-up und alles, was glitzert und alles, was gut riecht und so weiter und so fort. Eher so Quatsch- und Laber-Videos. Also nicht Quatsch im Sinne von Witz, sondern im Sinne von Quatschen. Aber ich glaube, das dachtet ihr euch jetzt schon. Jetzt ist hier einigermaßen, was meine Intention ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und zwar geht es heute auch gleich um ein Thema, was mein Alltag total prägt. Und zwar geht es um das Thema Stress. An sich ist, glaube ich, jetzt Stress etwas, das kaum einem von uns fremd sein kann in einer Gesellschaft, in der immer mehr erwartet wird, in der immer mehr von einem gefordert wird, wo es als selbstverständlich geachtet wird, dass sie mehrere Sachen gleichzeitig können und auch wollen und auch machen. Weswegen mich das jetzt so beschäftigt ist, dass ich einfach selber festgestellt habe, dass ein Mensch einen bestimmten Pegel an Stress ertragen kann. Man kann das natürlich auch trainieren, sich abhärten, mehr Stress zu ertragen, noch mehr Stress zu ertragen. Weshalb ich jetzt darüber sprechen möchte, ist, dass der Stress mir so zugesetzt hat, dass ich das auch körperlich gemerkt hatte, dass es körperliche Auswirkungen hatte. Und ich einfach denke, dass Stress oft unterschätzt wird, weil Stress kann zu ganz vielen anderen noch führen, zu gesundheitlichen Problemen, zu psychischen Problemen. Und ich denke, jeder von uns sollte eine gewisse Selbsteinschätzung haben und auch einen Selbstrespekt haben, um sich nicht von stressigen Situationen auffressen zu lassen. Das klingt einfacher als es ist und das ist mir auch bewusst. Es gibt immer Situationen, die man nicht kontrollieren kann, dann kommt alles auf einen zu, dann musst du dies machen, musst du das machen, musst du dies machen, musst du noch das machen. Und das war bei mir tatsächlich persönlich so schlimm, dass ich ganz krass diese körperlichen Auswirkungen gemerkt habe, also im Sinne von kein Appetit, Herzrasen, grundsätzliche Nervosität und das hat sich einfach so mit der Zeit richtig hochgeschaukelt. Wir sind halt keine Maschinen, wir können nicht rund um die Uhr auf dem gleichen Level leisten, ohne mal eine Auszeit zu nehmen. Und genau deswegen mache ich dieses Video, weil ich das letztendlich für mich auch erkannt habe. Ich war schon immer ein Workaholic, ich arbeite viel, ich arbeite gerne. Trotzdem habe ich für mich einfach erkannt, dass ich mir Strategien überlegen muss, um den Stress zu minimieren, damit er sich nicht mit der Zeit immer weiter aufbaut und mir irgendwann gefühlt der Kopf platzt und dann war es das mit der Molly. Ich habe mir überlegt, dass ich in diesem Video mit euch meine kleinen Grundsätze, die ich mir erarbeitet habe, um mit Stress umzugehen, teilen möchte. Als erstes hilft es mir definitiv immer, wenn ich die Dinge in Priorität setze. Das heißt, ich gucke mir die Dinge an, die ich zu tun habe und das kann ein ganzer Haufen sein. Das klingt total banal, aber ich neige vor allem dazu, dass wenn ich so einen Haufen an Sachen vor mir sehe, die ich machen muss, dass ich denke, okay, ich hätte gerne 8 Arme, 3 Köpfe und ich mache hier und ich mache da und ich mache dort und du. Und das geht einfach nicht gut. Und wenn man die eigenen Prioritäten erkennt und die Dinge für sich selber in einer Liste ordnet, erkennt man meistens sogleich, worauf wäre es jetzt unnötig Zeit zu verschwenden und worauf wäre es sinnvoll. Mein zweiter Tipp hängt ganz eng mit dem ersten zusammen. Ich nenne das einfach mal so, manchmal ist weniger mehr. Auch das bezieht sich wieder auf den kleinen oder auch etwas größeren Haufen an Dingen, die wir erledigen müssen. Ich kenne das selber, wir schauen jetzt diese Dinge an und wie gesagt, man wünscht sich 8 Arme, 3 Köpfe. Ich mache alles gleichzeitig, ich möchte alles gleichzeitig erledigt haben, alles weg haben und dann kann ich endlich Ruhe haben. Realistisch gesehen ist es aber so, dass auch wenn du alle Sachen gleichzeitig bearbeitest und dir wirklich Mühe gibst, alles gleichzeitig fertig zu kriegen, damit du endlich mal vielleicht 1-2 Tage gar nichts zu tun hast, es kommt immer was Neues um die Ecke, was erledigt werden muss. Es ist ganz selten die Situation, dass man wirklich mal nichts zu tun hat. Und da man im Angesicht dieses Haufens dazu neigt, angesichts der Fülle an Arbeit schon mal ein bisschen den Kopf zu verlieren und irgendwelche Dinge wahllos anzufangen, nimm dir lieber eine Sache raus, auf die du dich dann vollkommen fokussierst in der Zeit. Sprich, widme einer Sache deine komplette Aufmerksamkeit, erledige diese, pack sie zur Seite, gehe einen Schritt nach dem anderen. Das ist tatsächlich der Punkt, der mir am meisten weitergeholfen hat. Ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben besonders multitaskingfähig. Jeder, der mich kennt, weiß das auch, dass ich schon Schwierigkeiten habe, wenn ich kurz
nach dem Wetter gucke auf meinem Handy und dann fliegt irgendwo ein Schmetterling vorbei, bin ich so... Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Gänseblümchen. Das ist peinlich, aber es ist so. Und ganz ehrlich, dieser Punkt hat mir wirklich am meisten weitergeholfen. Das ist für jeden Schritt total wichtig, dass auch wenn du super viel zu tun hast, dass du auch alles sorgfältig erledigst, weil sonst musst du es am Ende nochmal machen oder du vergisst irgendwas und musst dann den Weg doppelt machen, weil dann hast du ein Buch zu Hause vergessen, was noch in die Bücherei muss oder du hast die Adresse auf dem Briefumschlag falsch geschrieben und das kommt wieder zurück. Sowas passiert mir halt, wenn ich mich nicht wirklich auf eine Sache fokussiere, deswegen wäre das definitiv meine zweite Empfehlung. Der zweite Punkt hat jetzt tatsächlich schon den dritten Punkt zu etwas eingeläutet und zwar ist mein dritter Punkt, dass man sich ein klares Ziel setzt. Setzt man sich ein Ziel und eine Priorität, hat man einen ganz klaren Weg. Man weiß, okay, das und das muss ich jetzt machen. Was ist der Vorteil? Die Organisation der Sache fällt leichter, wenn man das Ziel sieht, also das Licht am Ende des Tunnels. Und mit der Organisation fällt auch die komplette Arbeit, die damit zusammenhängt, leichter. Mein vierter Tipp, und den habe ich mir persönlich auch sehr zu Herzen genommen, ist, niemals etwas aufzuschieben. Du weißt nämlich nie, was morgen noch auf dich zukommt und was du dann schon wieder zu erledigen hast. Du weißt, was du heute zu erledigen hast, hast die Zeit, dann mach es. Denn die sogenannte Prokrastination frisst am Ende Zeit, die du ja schon hättest aufwenden können für die Dinge. Und am Ende bist du komplett gestresst. Dann hast du nicht mehr den Luxus von vorher, dass du das in Ruhe hättest machen können. Und am Ende musst du dann Nachtschichten einlegen, um die Hausarbeit fertig zu kriegen oder weil du noch irgendwas lernen musst für die Klausur, die morgen ansteht oder übermorgen ansteht. Das heißt, so sehr es auch nervt, um Stress zu vermeiden, sollte man es definitiv vermeiden, Dinge aufzuschieben. Meiner Meinung nach ist die Gesundheit mit das höchste Gut, das der Mensch haben kann. Viele, viele Menschen gehen mit ihr um, als sei sie selbstverständlich, aber das ist sie nun mal einfach leider. Leider nicht. Was mich nun zu meinem nächsten Punkt führt und zwar habe eine gute Work-Life-Balance. Wie ich bereits vorhin erwähnt habe, habe ich körperlich gemerkt, wie mir der Stress zusetzt, zum Beispiel durch Herzklopfen und Appetitlosigkeit. Also habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie ich es schaffen könnte, meinen Körper bei der Verarbeitung von Stress zu unterstützen. Und zwar habe ich angefangen, Sport zu treiben. Viele von euch werden jetzt sagen, oh, jetzt kommt das Sportthema, ja, körperlich ausgeglichen sein, um geistig ausgeglichen zu sein. Da ist aber nun mal einfach leider was dran. Das ist hier nun mal jetzt auch kein Geheimrezept. Wenn man sich körperlich auspowert, dann beschäftigt man gleichzeitig auch den Geist und irgendwann ist der Körper entspannt, der Geist entspannt sich auch. Man kann seine Gedanken etwas besser ordnen, man kann wieder etwas klarer sehen, hat Stress abgebaut. Das alles ist wirklich jetzt nichts Neues. Wenn man jetzt nicht, was ich auch irgendwo verstehen kann, 3, 4, 5 Mal die Woche irgendwo rumzappeln will und sich sportlich betätigen möchte, den kann ich trotzdem empfehlen, dass man einfach mal eine Runde spazieren geht, gerade wenn man nicht weiter weiß oder gerade wenn einem alles über den Kopf wächst und man keinen Ausweg mehr weiß, Bewegung hilft. Wenn ich auch mal einfach eine kleine Auszeit brauche, gehe ich kurz raus, ich kriege vielleicht, wenn ich Glück habe, ein bisschen Sonnenlicht ab oder zumindest habe ich ein bisschen frische Luft geschnuppert und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass in diesem Bewegungsfluss, in dem ich mich befinde, dass meine Gedanken auch wieder zur Ruhe kommen und dass ich mich dann auch wieder darauf konzentrieren kann, was das eigentliche Problem ist und wie ich das irgendwie in den Griff bekommen kann. Auch, dass sich ausgewogen zu ernähren Stress vermindern kann und gesund ist, ist jetzt keine Neuheit. Ich meine vor allem aber auch, dass man Spaß am Essen hat. Essen ist für mich auch Lebensfreude. Für mich hat es eine absolut große Bedeutung, wenn ich mir mal einen Eisbecher gönne oder wenn ich mir mal ein Stück Kuchen gönne oder selber einen Kuchen backe. All das macht mir wieder Freude und bringt mir somit Entspannung. Gönn dir mal was, schlag mal richtig zu. Hau richtig rein, bestell dir 5 Stück Kuchen, wenn du das schaffst. Für mich ist das ganz wichtig zu gucken. Ich möchte gesund sein, ich möchte auch so leben und die Gesundheit ist für mich was ganz Wichtiges. Aber für mich heißt Gesundheit definitiv nicht nur, wenn es um Ernährung geht, Salat und Trockenbrot. Auch ist einfach Fakt, dass Essen Antrieb für Körper und Geist bildet. Essen wir nicht, können wir uns auch nicht konzentrieren. Ein weiterer Punkt, der mir auch geholfen hat, mit Stress umzugehen, ist, nimm die Zeit für dich selbst. Die Arbeit, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, wird immer wieder kommen. Man hat immer wieder Dinge zu tun, es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Das kannst du nicht ändern. Was du aber ändern kannst, ist, dir bewusst Zeit für dich selbst einzuräumen. Ob das jetzt jeden Abend eine halbe Stunde ist, in der du wirklich nur das machst, was du möchtest, oder eine Stunde oder 2, also je nachdem, jeder hat ja auch so ein unterschiedliches Bedürfnis, was
Me-Time angeht. Manche Menschen brauchen mehr Zeit für sich selbst, auch alleine, manche weniger, manche sind dann lieber irgendwie mit Freunden unterwegs. Trotzdem ist es ganz wichtig, sich diese Zeit einzuräumen, in der man auch wirklich mal nur das macht, was man möchte und die Arbeit wirklich auch beiseite legt. Ich glaube, das ist eine ganz große Kunst, wenn man mit Dingen noch nicht fertig ist und die einem noch so im Nacken sitzen, dass man sich trotzdem nicht davon fertig machen lässt und sich trotzdem diese Zeiten für sich selbst, sich zu entspannen und einfach mal einen Film guckt oder wie gesagt zum Sport geht oder sich was Schönes zu essen kocht oder irgendetwas dergleichen macht. Ein weiterer Unterpunkt von der Work-Life-Balance ist natürlich, und das darf man nicht vergessen, dass jeder von uns einigermaßen regelmäßig genügend schlafen sollte. Auch das ist jetzt nichts Neues, hat man schon mal gehört. Schlaf ist einfach essentiell. In der Nacht regenerieren sich Körper und Geist. Definitiv sollten wir ein bisschen darauf achten, dass wir genügend schlafen. Und auch das ist kein großes Geheimnis. Trotzdem wollte ich es an der Stelle nochmal erwähnen. Nicht, dass irgendjemand sagt, du hast gar nicht erwähnt, dass man genügend schlafen sollte. Der nächste Punkt, der mir geholfen hat, mit Stress umzugehen, ist simpel, aber gut. Und das wäre Musik. Wenn ich meine Lieblingsmusik höre mit Kopfhörern, bin ich in meiner eigenen Seifenblase, ich bin in meiner kleinen eigenen Welt. In der kann man mir nichts anhaben und ich entspanne mich automatisch. Und dementsprechend ist Musik ein komplett ganz, ganz simpler, aber wichtiger Punkt für mich, um mit Stress umzugehen. Und der letzte Punkt ist, versuche an jeder Sache, die du zu tun hast, Gefallen zu finden. Manche Sachen sind einfach nur total nervig und du denkst dir so, wieso muss ich das jetzt machen? Dieser Punkt hat auch was mit positivem Denken zu tun. Nicht nur, dass man ja irgendwann vor Augen hat, dass man selbst die nervigsten Geschichten irgendwann mal erledigt hat und fertig hat, hilft es dir trotzdem, die Energie aufrechtzuerhalten. Wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfahren musste, ich muss einmal quer durch die Stadt und ich weiß, es frisst jetzt 40 Minuten meiner Zeit, aber ich muss da unbedingt hin und ich muss da irgendwas abgeben, dann denke ich mir nur, naja, egal, ich kann dabei Musik hören und ich kann dabei ein bisschen raus in die frische Luft. Ach ja, ist doch alles gar nicht so schlecht. Und so hilft es mir gleichzeitig auch nicht so komplett negativ über die Sache zu denken. Ich weiß auch, dass das jetzt sehr subjektiv ist, aber für mich war das ein ganz großer Schritt, um wirklich wieder produktiv an Dinge ranzugehen und Dinge auch zu schaffen. So, meine Lieben, das waren meine Tipps und Tricks, um mit Stress umzugehen. Lasst mich bitte wie immer wissen, was ihr davon haltet. Habt ihr eigene Ansätze, mit Stress umzugehen? Habt ihr eigene Ideen? Ich freue mich über euer Feedback. Schreibt mich an. Snapchat, Instagram, Facebook, das findet ihr alles in der Infobox verlinkt. Und ich hoffe, dass ich mit meinen kleinen Tipps und Tricks, die wirklich aber nur subjektiv aus meinem Leben sind, irgendjemandem von euch helfen konnte, dass irgendjemandem von euch was gebracht hat. Damit würde ich mich für heute verabschieden. Passt alle gut auf euch auf und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit euch. Macht's gut!